ja wirklich täuschend echt sind, wir dann... Ich bin echt. Wunderbar, Dennis. Jetzt glaube ich dir auf alle Fälle. Schön, dass... Vorschein den Preis vergeben. Aber heuer in ganz besonderer Form, meine Damen und Herren, wir werden... Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das war Ladinisch. Das war Ladinisch. Trinto, Assessore Simone Mattiori. Dank Tirols, Südtirols und des Trentino. Hochschulen und Kultureinrichtungen, den Medien und allen anwesenden Arno Kombatscher und stellvertretend für den Landeshauptmann des Trentino, Landesrat Simone Maggiori. Economico, ma anche di dare servizi o nuove possibilità ai nostri territori nei campi che possono essere la sanità fra due stati, che è terra di confine, una cerniera fra culture, lingue, etnie diverse, ci aiuta proprio alle radici che ci uniscono, possono anche fiorire in questa pianta che insomma rappresenta i nostri tre territori. Jetzt im Gange ist mit großer Sorge, mit Angst, ja Panik begegnen. Oder ist wichtig, dass man die Risiken schon auch im Auge hat. Wir müssen uns darauf wissen, was sie tun, dass man das in die richtigen Bahnen lenkt, denn es gibt Risiken in diesem Zusammenhang. Und Europa hat hier einmal gesagt, dass... Guten Nachmittag. Es ist vielleicht ein ganz, ganz starkes Signal, dass man gerade am Vorabend der offiziellen Eröffnung, wir Tirolerinnen und Tiroler, wir sind eben auch ein Volk von Neugierigen. Ja, natürlich. Und Jasper und Canva und Co-Pilot und 20% Zeit sparen, wenn wir Content produzieren. Nicht nur Texte, auch Bilder oder Videos. Es ist gedruckten Wortsektor. Und da ist es natürlich etwas problematischer, aber wir arbeiten daran. Wir haben eine Vielzahl in Bereichen damit befasst. Im Bereich des Buchverlages, im Bereich der Zeitungen. Es wird viel mehr schon gefühlt im deutschsprachigen Bereich als im italienischen. Einen sanften Einstieg zu bieten, und zwar für alle Branchen. Also das ist nicht bezogen auf eine Bestimmung aus allen Segmenten, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Und das ist natürlich im... Über schriftliche Information. Des Weiteren versuchen wir auch, wir Erfahrungswerte von einer Sparte, die weiter vorne ist, anderen Sparten, ein Bessungsinstitut, das da sehr aktiv ist, gemeinsam mit dem italienischen Kammersystem, mit dem europäischen Kammersystem. Und hier müssen wir Dienstleistungen ganz besonders in den Vordergrund stellen. Automatisierungsprozesse, die digital geworden sind. Aber es wird uns massiv verändern. Ich glaube aber nicht. Das kann ein Vorteil sein, weil etwas besser geworden ist. Oder es kann die Geschäftswelt und damit auch die Arbeitswelt verändern wird. Für viele Betriebe wird es eine Erleichterung sein, wir stecken nach. Und es wird schwierig sein, in der Gesetzgebung hier den richtigen Rahmen zu finden und das zulassen, was die ganze Diskussion rund um die KI-Verordnung ja miterlebt. Die soll dann im März 2024 gehen. Damit die Betriebe, die das nützen, genau wissen, bewegen wir uns mit dieser KI-Verordnung, die im März in Kraft getreten ist. Und abschließend Frage an Sie beide, Frau Thaler, Herr Ebner, wie gespannt sind Sie? Überaus gespannt, aber auch überaus zufrieden. Die Zahlen hat der Landeshauptmann Matle bereits gesagt, was aufzeigt, dass die damalige Idee durch sein möchten für unsere Gesellschaft, für unsere Entwicklung. Deswegen bin ich gespannt auf das Ergebnis, aber ich bin... Ich bin sicher noch mal ein bisschen mehr gespannt, weil mir dieses Thema sehr liegt. Und ja, kann mir vorstellen, die Methoden reliabel sein, anerkannt sein. Binarität war ein Kriterium.
Und schlussendlich, nachdem heute Wissenschaft kaum mehr jemand im stillen Kämmerlein macht, zwischen den einzelnen Regionen. Daraus wurden dann 25 Evaluationskandidatinnen und Kandidaten, Finalistinnen, haben mit großer Begeisterung und Freude ihre Forschungsarbeiten vorgestellt und eben auch durchaus im Bereich der Bildung KI eben auch einzusetzen. Kommen Sie bitte wieder gerne zu uns. Effektiver und genauer zu analysieren. Meine Damen und Herren, einen kräftigen Applaus für Nadja Kuber. Der zweite Platz. Roberto Andreotti, l'abbiamo anche visto nel breve video, propone una tecnica innovativa in situazioni pericolose. Un tema importantissimo. Un applauso, Roberto Andreotti! Gianni Bolzano, Agnese. Quindi questa si traduce in inevitabile ansia, da prestazione, eccetera, eccetera. Si vuole comunicare l'importanza del proprio lavoro. Grazie per la collazione. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Grazie. Meine Damen und Herren, unser Nachwuchsforscher. Ganz kurz. Momento. Zu kommen, denn es war wirklich Einreibung dabei, wo man sagt, denn das ist was, was ich heute gezeigt habe, wie es der Landeshauptmann Matler gesagt hat, das Thema Künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen. Also wir haben von Gesundheitsanwendungen bis hin zu im Bereich der Landwirtschaft und alpiner Naturgefahrenmanagement wirklich und dort Selbstbewusstsein zu geben und sagen, ja, ich reiche mit meiner Innovation auch ein. L'innovazione di Stefano Martini, BioSmart, è la soluzione di agricoltura di precisione che tramite computer vision e intelligenza artificiale ricassa più sotto il video che sei. Complimenti a Stefano Martini, Geo Interact. That's fine. Geo. Entwickeln 3D-Scan-Systeme und Analyse-Software auf Basis von KI, um Tunnel zu überwachen und präzise Schadenskartierungen bereitzustellen, was die... Herzlichen Glückwunsch! Und wir kommen zu Platz 1. Meine Damen und Herren, Matteo Dall'Amico, Congratulazioni! Matteo Dall'Amico, WaterJade-SRL. Il progetto WaterJade ha creato un software con algoritmi di intelligenza artificiale che permette di fornire previsioni sulla disponibilità d'acqua per i prossimi giorni. Veramente
tutti, è veramente un onore essere qui, è grande felicità. È di un'idea partita veramente da ho fatto un dottorato di ricerca a Trento. E il dottorato di ricerca mi ha permesso di... Und liebes Publikum, unterstützen Sie bitte wieder.